Vrienden van museum Vreugdkringen, Rico Pirmin. De Pirmin, hulpcommissie, de eerste, vriendenlaatste, de rampen, de rampen, de rampen, de ganz een spezielle Tag heute. Erstens einmal zwei Kamer im Schlussgang. Das hat es wahrscheinlich schon ewig lang nicht mehr gegeben. Vielleicht jetzt das Fazit vom ganzen Tag. Ja, ich denke, es hat sicher alles gestimmt heute. Ich habe mich zwar im ersten Gang nicht so gut gefühlt, aber nachher hat es angefangen zu laufen, habe ich das Glück auf meiner Seite gehabt und ja, super aufgegangen. Ja. Deine Gegner anschauen, Stettler Philipp im ersten Gang, Gasser Stefan im zweiten gewonnen. Einen speziellen Gang mit dem Gasser Stefan zu gewinnen? Ja, ich denke, als ich das letzte Mal hatte, vor zwei Jahren, habe ich noch den ersten Zug verloren. Das ist sicher ein Zeichen, dass ich ein bisschen weitergekommen bin. Und ja, das ist sicher der Sieg, der nachher Auftrieb gegeben hat. Und ein bisschen Selbstvertrauen, ja. Dann im dritten Gang der Streif Dominik und im vierten Gang wieder ein Kranzer, ein starker Kranzer, Forster Adrian. Nachher der Längacher Jonas. Also diese Notenblatt kann man also sehen. Ja, ich denke, der Streif war sicher ein Schlüsselgang, der nicht Kranzer, weil die musst du auch immer zuerst nehmen, oder? Ist mir dann gelungen und den Forster Adrian kenne ich von dem her, weil ich ganz einstieg alle zu der Küsnacht schwingen und er ist ja dort und da habe ich gewusst, wie er schwingt und so. Aber auch nicht dürfen sicher sein bei ihm, weil er ist auch gefährlich und aber sicher der Längacher war der entscheidende Gang gewesen, ja, dort. Vielleicht noch schnell ein kleines Wort zum Schlussganggegner, zum Niedlisbach-Pascal. Eben ein spezieller Schlussgang. Ihr trainiert miteinander. Wie bist du? Mit welcher Idee bist du in den Schlussgang? Ja, es war schon schwierig. Eben, ich kenne ihn in- und auswendig, er mich halt auch. Also sicher gewusst, dass es nicht einfach wird eigentlich. Und ich habe gleich gedacht, ich hätte eigentlich können stellen, aber sicher die Entscheidung suchen, weil es ist immer schöner mit der Entscheidung im Schlussgang, oder? Und ja, ist der aufgegangen, ja. Ist jetzt auch mal ein Fall für ihn. Danke vielmals.